Hey Leute, wir haben es jetzt Freitagmorgen, 9:30 Uhr. Alik und ich bereiten gerade unser Essen vor für die 3-Tage-Festival. Wir werden für jede Person 2 Kilogramm Magerquark mitnehmen. Ich werde noch von jeder Sorte Allstars immer 30 Gramm jeweils mitnehmen, um das Pulver in den Magerquark reinzumischen. Das Eiweiß müssen wir safen. Und kommt mal mit. Hier bereiten wir gerade unser Fleisch vor für den heutigen Tag. Wir werden circa 5 Stunden fahren. Draußen mega geiles Wetter. Ich lag gestern schon 3-4 Stunden in der Sonne. Morgens. Richtig gutes Wetter. Mega geil. Gute Laune. Ich hab mega Bock da auszurasten. Alle 3 Tage. Heute Abend wird Dimitri Vegas Light Mike auftreten, 18.45 Uhr. Und Samstag geht's richtig ab. Wir werden versuchen, so viel zu filmen, wie es geht. Mit unseren Handys. Die Kamera ist zu fett, die können wir nicht mitnehmen. Aber unsere Handyqualität ist eh besser als unsere Cam. Von daher passt das schon. Wir packen jetzt unsere Sachen und fahren los. Peace. Hey Leute, wir sind jetzt im United Hostel angekommen, in Frankfurt. Hier ist unsere Bude. Alke macht sich gerade so einen Snack zusammen. Hey Leute. Okay. Ihr müsst immer einen Kühlschrank dabei haben. Immer eine Minibox. Und jo, geh mal auf den Weg hier. Sieht von oben aus. Unter uns ist ein geiles Restaurant, ist mega edel. Nennt man McDonald's. Werde ich auch schön essen gehen dann. Gleich schön 8 Stunden mindestens abgehen. Wir haben es gerade 36 Grad draußen. Heftig warm. Ich habe so mega Bock. Um 18.30 Uhr kommt Dimitri Vegas Like Mike. Wir gehen mies ab. Ich werde einige 10 filmen, wo wir einfach mega abgehen. Lifestyle, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Und jo. Wir sehen uns. Peace. Duckface, moin! Ja Leute, wenn ihr auf dem Festival geht, wollt ihr natürlich gut aussehen. Adern haben, schön Pumpe haben, schön voll sein. Ich empfehle euch, 2-3 Packungen Reiswaffeln zu essen mit Honig. Dann natürlich Arginin für den Pump. Und ein Scoop War 2 vom Allstars. Reinballern. Und dann geht's los. Wir fahren mit der Bahn umsonst. Denn wir sind ungefähr so 3 Kilometer weg. Und jetzt werden wir erstmal schon Spaß haben. Mega abgehen. Wir sehen uns. Hey Leute, ich war gerade bei Mc's. Was ich euch noch empfehlen kann, schön Burger reinhauen. Mit McFlurry, mit Smarties. Schön viel Carbs. Salz im Burger plus Fett. Gibt eine geile Kombination im Körper und gibt dir einen fetten Pump. Macht sie auch etwas trockener, wenn man nicht zu viel trinkt. Aber ich werde auf jeden Fall viel trinken, das ist wichtig auf Festivals. Und jo. Rico macht nicht. Er macht nur Video. Video für YouTube. Rico! Thank you.
Moment mal. Ach du Scheiße, Alter. Hey, hey, film mich. Incarry. Hey Leute, warum machen die so? Warum? Digga, warum? Da kommt ja ein Mock hoch. Boah! Junge, die stecken aus dem Arsch, Junge. Alles voller Haare. Digga! So Leute, der erste Tag ist vorbei, wir waren ungefähr von 17 Uhr bis 11 Uhr durchtanzen. Am Schluss ging es richtig ab, nur die fetten Beats, schön Hardstyle, schön Elektrohaus. Wir haben bestimmt 6000 Kalorien verbrannt oder so, keine Ahnung, kann ich nie einschätzen. Bin noch mega leer. Ich hab vor Ort gar nichts gegessen. Nur halt am Mittag bei Mac ist das. Und vorhin gerade ein Burger und McFlurry und Smoothie. Und ja, jetzt gehe ich duschen. Morgen früh schön frühstücken. Ein paar Brötchen reinziehen mit Nutella auf jeden Fall. Und ja. Ja Leute. Gute Nacht. Tag 2. Ich hab mega Rückenschmerzen, Mann. Ich glaub, auch. Also ich hab auf jeden Fall übelst. Ich hab übelst Muscle Cat am ganzen Körper vom Dancen von gestern Abend. Neues Wort, merkt euch das, Mann. Das ist meins. Patent. Und heute geht's richtig ab. Schön bis 12 Uhr nachts durchdancen. Wir haben's jetzt 12 Uhr. Moin! Und und ja. Sicher so. Schön Sonnen auch dabei, natürlich heute aber Body Free. Den ganzen Tag. Leute, die Ruhe vor dem Sturm. Heute. Hey, Rico. Kurz Game checken. Ja. Okay. Und die Afrikola am Start. Moin. Aber Decke dabei. Vom Hotel mitgenommen, weil die machen Decke hier ab. Damit keiner nachfüllen kann. Wir sind nachdenken hier. Come on.
three, jump! Und Oberkörper frei hier rumläuft. Die ganzen Leute meiden richtig hart. Hier sind nicht so viele. Sollen sagen, trainierte Jungs. Jetzt vor mir gerade schon. Aber sonst allgemein sind nicht so viele trainierte Jungs hier am Start. Das Geile ist immer, wenn so ein Pärchen uns entgegenkommt, dann darf die Frau nicht zu uns hinschauen, sonst kriegt sie Ärger. Das ist immer ganz lustig.